Herzlich willkommen an alle Chicos und Chicas da draußen. Der Sky ist am Start, genauso wie ihr in diesem kleinen Hintergrund schon erkennen könnt und am Namen erkennen könnt, geht's heute um eine Challenge Time. Und zwar eine Nerd Challenge Time, eine Pokémon Nerd Challenge Time. Und ich bin dieser Pokémon Nerd Challenge Time nicht ganz alleine. Nein, ich habe mir eine Unterstützung herzugeholt. Und zwar mit dem wundervollen Raptor. Servus. Ist ja süß. Und zwar haben wir uns nicht was überlegt. Wir fangen beide von vorne an mit Pokémon Smaragd. Wir haben uns eigentlich was anderes überlegt. Wir wollten andere Pokémon benutzen. Aber jetzt ist doch alles wach unter der Hand, weil wir zum Alltag brauchen, abschleppen. Wir haben uns dazu auch noch 6 Regeln ausgesucht. Und zwar Nerdbeef. Die erste Regel: Man darf nur bis zu 4 Pokémon benutzen. Die zweite Regel: Man darf nur einmal die Pokémon-Liga durchspielen. Dritte Regel: Nach der Pokémon-Liga wird nicht mehr trainiert. Vierte Regel: Keine legendären Pokémon. Fünfte Regel: Keine Starter-Pokémon. Und sechste Regel: Nur bis zu 3 getauschte Pokémon von anderen Editionen. Und sobald man halt die 8 Orden hat, muss man auch schon die Pokémon-Liga durchqueren. Also sprich die Siegestraße und Pokémon-Liga. Und dann ist Feierabend. Wir werden es also wissen, schauen, wer seine Pokémon besser bis dato trainiert hat. Und ja, herausfinden, wer einfach der größte Motherfucker in diesem Game ist. Und der Verlierer kriegt eine dicke, fette Bestrafung. Die Pokémon bleiben erstmal weitgehend unbekannt. Wir hatten eigentlich schon unsere Pokémon weitgehend ausgesucht, haben sie uns auch weitgehend gesagt, aber wie gesagt, wir können nicht tauschen, da wir kein Nationaldeck. Und somit bleiben die Pokémon, bis auf die Starter-Pokémon, die kennen wir schon voneinander, weitgehend unbekannt, und wir werden auch nicht selber gegenseitig spoilern. Und ja, auch nicht sagen, wie weit man so vom Level her ist. Und ich glaube, das wird ganz interessant, würde ich sagen, ja? Ja, er wird nicht lecker. Ich hatte zwar schon eine Bestrafung, aber wir werden gucken, vielleicht fällt euch ja was Besseres ein. Wenn ihr eine Idee habt, schreibt es in die Kommentare. Wir versuchen, das Ding so schnell wie möglich hinter die Bühne zu kriegen. Es wird mir verdammt peinlich, glaube ich. Okay, ja, ihr könnt ja schon mal Wetten abschließen, wer hier gewinnen wird. Ich natürlich, ich kann es alleine. Und ja, hoffentlich. Phrasen, Digga. Also, ich bedanke mich fürs Zusehen und hoffentlich sehen wir uns irgendwann mal online. Viel Spaß mit der Challenge Time. Tschüss.